Also ich habe ein ganz normales Gymnasium besucht und habe dann nach dem Abitur erstmal nicht so richtig gewusst, was ich überhaupt machen möchte, was ich studieren möchte. Und irgendwann bin ich auf das Studium Wirtschaftsingenieurwesen gestoßen. Also bei den Self-Organizing Networks geht es darum, in der Mobilkommunikation, wo es ja ein großes Netz gibt aus eben Sendern und Empfängern, also die Empfänger sind die Handys, die Sender sind die Basisstationen, und diese sollen sich selbst konfigurieren und optimieren und heilen können. Projektlabor ist vor etwa 22 Jahren entstanden aus einer Studentenrevolution. Da wollten Elektrotechnikstudenten mehr Praxis in ihr Grundstudium bringen und haben deswegen das Projekt aufgebaut. Und irgendwann ist es dann übergegangen in die Pflichtlehre jetzt sogar. Wir sind jetzt dieses Semester 70 Studenten, die sich ein Projekt gemeinsam überlegt haben und das realisieren. Dabei lernen sie, Fachliches praktisch umzusetzen. Und ganz besonders lernen sie ganz viel Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Referate vortragen zum Beispiel, was eben später im Beruf sehr wichtig ist. Das aktuelle Projekt ist eine Wetterstation, und zwar ist es eine solarbetriebene und eine windbetriebene Wetterstation. Also wir haben eine Solarzelle, wir haben ein Windrad, das uns erstmal Energie erzeugt. Dann haben wir natürlich jede Menge Sensoren, die die ganzen Wetterverhältnisse draußen erfassen. Eine Gruppe beschäftigt sich dann mit der Auswertung, also mit der Verarbeitung der Sensordaten. Und eine weitere Gruppe baut dann Displays, auf denen die ganzen Daten, die wir gemessen und verarbeitet haben, angezeigt werden. Wenn man Elektrotechnik studieren möchte, sollte man schon auf jeden Fall Interesse an Naturwissenschaften haben. Also man sollte auch Interesse an Mathematik und vor allem an Physik haben und es vielleicht auch ein bisschen können. Das Studium fängt erstmal allgemein an, also mit Grundlagenkursen, in denen man so einen Überblick über das gesamte Elektrotechnikfach bekommt. Nach dem vierten Semester entscheiden sich die Studenten dann, in welchen der großen Fachbereiche der Elektrotechnik sie gehen möchten. Da gibt es zum einen die Energietechnik, da befasst man sich mit zum Beispiel erneuerbaren Energien und Motoren und solchen Sachen. Und dann gibt es die Kommunikationstechnik und Elektronik. Fällt als Frau in so einem technischen Beruf natürlich etwas auf. Ich habe aber damit überhaupt keine Probleme gehabt. Ich wurde sehr gut aufgenommen, sehr gut akzeptiert. Und ich denke auch, dass Frauen, die so einen Studiengang anfangen, sich genau wissen, worauf sie sich einlassen und das ziemlich gut und sehr zielstrebig dann auch durchführen.
Bereiche, die mich sehr interessieren, sind zum Beispiel solche Sachen wie Sensorik, beziehungsweise es ist schon verbunden mit Medizintechnik, wo man Prothesen herstellt, also Arm- oder Beinprothesen, die einfach schon ein bisschen mehr fühlen, die man auch schon besser bewegen kann. In dem Verein geht es darum, Schüler in ihren letzten Schuljahren, also in der 9. oder 10. Klasse, zu begleiten und ihnen einfach zu helfen, ihre Ziele zu verwirklichen und auch Horizonte und Perspektiven zu eröffnen. Zum Klettern bin ich eigentlich relativ zufällig gekommen, aber ich fand es total super, einfach so in die Höhe zu klettern und sich da auch mal fallen lassen können. Das finde ich auch ganz gut.